Hallo, lassen Sie uns zu den Höhepunkten des Tages aufschließen. Thomas Gottschalk, traurig, was jetzt ans Licht kommt. Oh je. Traurige Nachrichten von Thomas Gottschalk. Obwohl der Star erst vor kurzem sein Liebesglück mit seiner Carina Moros bekannt gab, meldet er sich nun mit einer traurigen Beichte zu Wort. Hoch, so kennen wir Thomas Gottschalk ja gar nicht. Eigentlich ist der Entertainer für seine lockere und fröhliche Art bekannt. Doch jetzt die Überraschung. In einer ehrlichen Beichte lässt Thomas seinen Gefühlen nun freien Lauf. Obwohl Thomas nach wie vor eine feste Größe in der TV-Welt ist, macht sich auch der Entertainer Gedanken ums Älterwerden. So erklärt er gegenüber ZDF-Leute heute, das war ja für mich nicht geplant, dass ich jemals alt werden würde. Ich habe immer gehofft, dass ich alt werde, aber ich wollte nie als alter Mann rumlaufen. Das ist eine Diskrepanz, die viele Menschen so spüren. Und wir leben in einer Zeit, wo 70-Jährige nicht mehr so aussehen wie 70-Jährige und wo ich 60-jährige Frauen, die man früher als ältere Damen bezeichnet hat, absolut attraktiv finde. Und da bin ich nicht der Einzige. Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in Thomas Innerstes geben. Doch damit nicht genug. Der Fernseh-Gottschalk und der private Gottschalk sind zwei Personen, die nichts miteinander zu tun haben. Dass ich privat die gleichen Sorgen, Nöte und Probleme habe wie jeder andere, muss einem normalen Menschen eh klar sein. Und dass ich mit dem Alter genauso hadere wie jeder andere, der sich damit auseinandersetzen muss, dass es irgendwie enger wird, das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar. Wow. Ob uns Thomas demnächst mit noch mehr emotionalen Beichten dieser Art überraschen wird. Wir können gespannt sein. Jenny Frankhauser, erste Worte nach der Lipödem-Op. Jenny Frankhauser hat ihr erste Lipödem-Op überstanden. Auf Instagram gibt sie nun ein ehrliches Update. Die Lipödem-Diagnose war ein echter Schock für Jenny Frankhauser. Doch sie beschloss, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Nun hat die 27-Jährige sich unters Messer gelegt. Es war der erste von insgesamt zwei geplanten Eingriffen. Natürlich machte sie sich vorher große Sorgen, doch zum Glück ist alles gut gelaufen. Entwarnung. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, schreibt die Influencerin zu einem Foto ihrer beiden Hündinnen, die bei ihr im Bett liegen. Habe hier meine zwei Aufpasser und ruhe mich aus. An alle Lipo-Mädels, keine Angst, die Schmerzen sind auszuhalten. Bei dem Eingriff wurden die Oberschenkel behandelt. Im Januar sind dann ihre Unterschenkel, Oberarme und letzte Korrekturen dran. Vielen Dank fürs Zuschauen.